Die haben also etwa 20 Mäuse und eine alte Uhr geklaut? Haben sie wenigstens zugeschlagen? Nein. Die hättest du packen können, Dad. Schade, dass sie nicht bei mir eingebrochen haben. Du hättest einfach den fertig machen können. Warum hast du es nicht gemacht? In mir schlummert schon lange etwas, das unbedingt raus will. Wieso steigst du nicht aus, alter Mann? Ihr bekommt jetzt auf die Fresse. War ein Wahnsinnstag. Das sehe ich. Ich habe für sehr gefährliche Leute gearbeitet. Hab alles hinter mir gelassen, um eine Familie zu gründen. Ich hab's vielleicht zu gut gemeint. Sie sind hinter meiner Familie her. Und das geht gar nicht. Die haben mein Kitty-Cat-Armband gestohlen. Gib mir das verdammte Kitty-Cat-Armband! Wer sind Sie? Ich bin nur ein Nobody. Auch dieser neue Trailer zu Nobody macht definitiv Lust auf den Film. Ich hatte mich ja lange drauf gefreut und nachdem ich ihn gesehen hatte, habe ich festgestellt, ja, die Vorfreude hat sich gelohnt und deswegen kann ich nur sagen, eine spannende Sache, die uns hier erwartet ab dem 1. Juli 2021 in den deutschen Kinos. Und dieser neue Trailer zu Nobody macht einmal mehr klar, dass Bob Odenkirk nicht nur 2 Jahre lang trainiert hat, um in die Rolle eines Mannes zu schlüpfen mit Hutch, der eigentlich ein Familienvater ist, aber alles läuft so lala im Leben ab, bis bei ihm zu Hause eingebrochen wird und er die Gerechtigkeit nicht selbst in die Hand genommen hat, sondern er dafür auch noch ausgelacht wird von anderen. Und da schlummert etwas in ihm und das hat mit seiner Vergangenheit zu tun. Das will nach draußen. Und da wird der Film eine ganz eigene Tonalität haben. Da mag ich auch in diesem neuen Trailer die musikalische Untermalung, die definitiv auch nochmal so ein bisschen kontrapunktiert ist und trotzdem auf einen Rhythmus geschnitten, dass ich sagen muss, wer so ein bisschen Lust eben auf Action-Thriller hat und auf diese Geschichte, dass ein Mann quasi einen Weg anscheinend voller Leichen pflastert und vor allem handgemachte Action, ist das so eine Kombination, wo ich sage, Leute, da macht der neue Trailer wieder richtig Lust in die Richtung und in nur 92 Minuten wird man da in der Kürze die Würze finden. Und deswegen bin ich gespannt, was ihr sagt zum neuen Trailer zu Nobody. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.